Dann warten Sie mal ab, was der Magister Michael Kobel noch dazu zu sagen hat, aber aus werbenden Blick, denn auf YouTube wollen ja viele auch Geld verdienen und da geht es um Werbung und die muss man kennzeichnen und zwar in vielen, vielfältigen Versionen. Und wie man das zu machen hat, das erzählt uns jetzt Magister Kobel. Ja, vielen Dank, Andreas, danke für die einleitenden Worte. Ja, die Geduld ist hoffentlich noch nicht überstrapaziert. Also, wenn man jetzt entschuldigt, dass stabile Frühlingswetter der letzten Tage, das ist dazu beigetragen, dass ich etwas genug gehalten habe. Kann sich aber auch schon dazu beruhigen, es gibt dann eine Abkürzung. Wir reden heute über Werbeformen und Kennzeichnungspflichten in YouTube-Videos. Es geht jetzt zumindest um das Geld, das ist etwas interessanter, für diejenigen, die wirklich einmal kommerziell einsteigen wollen. Wie gesagt, wie funktioniert das? Das kann man eigentlich in 90 Sekunden ganz gut erklären. Danke des Hinweises unseres großen Vorsitzenden Michael Ochris, der am Karl-Samstag Zeit hatte, Kinderkanal zu schauen, habe ich einen direkt interessanten Beitrag gefunden, wo das eigentlich ganz passabel einmal erklärt ist. Momentan, also man, viele YouTuber machen noch eine Ausbildung, aber auch genauso viele halt nur YouTube. Momentan mache ich auch nur YouTube, weil es halt einfach, weil ich halt Verluste drauf habe. Und ja, aber wenn du nur YouTube machst, heißt das, du verdienst damit auch dein Geld. Ja, genau. Ja. Also das finde ich sehr, sehr faszinierend. Es gibt den Beruf des YouTubers und damit kann man auch Geld verdienen. Am häufigsten verdienen YouTuber Geld durch Werbung für Produkte, die man kaufen kann. Zum Beispiel für Kekse, Handyverträge, wir nehmen als Beispiel einfach mal Badeschaum. Dafür muss sich der YouTuber für das sogenannte Partnerprogramm anmelden. Dem Badeschaumhersteller wird dann erlaubt, seine Werbung rund um die Videos des YouTubers zu setzen. Aber fast die Hälfte des Geldes, was der YouTuber für diese Werbung erhält, geht an YouTube selbst. Also ist es für manche YouTuber verlockend, auf andere Weise Geld zu verdienen. Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Product Placement. Dabei spricht der YouTuber zum Beispiel über den Badeschaum, hält ihn in die Kamera und erzählt, dass er dieses Produkt ganz toll findet. Wenn ein Kanal erfolgreich ist, kann sich das sogenannte Merchandising lohnen. Das heißt, T-Shirts mit Logo oder Namen des YouTubers können von Fans gekauft werden. Und immer öfter werden erfolgreiche YouTuber als Synchronsprecher, Moderatoren oder für Shows eingekauft. So werden YouTube-Stars noch bekannter und damit noch interessanter für Unternehmen, die Werbung mit Internet-Superstars machen wollen. Soweit so klar. Also wer jetzt möchte, dass im schwedischen Medien, im schwedischen Möbelhaus, kann man dann abbiegen direkt zur Kasse. Sonst, wenn Sie in 35 Minuten das gern kompliziert hätten, dann lade ich Sie ein, durch die Werbeformen mich zu begleiten, durch Ver- und Gebote, durch die Verwertungsarten. Also wer macht eigentlich welche Art von Verwertung bei YouTube-Videos? Und dann zum Schluss noch ein paar ausgewählte Fallbeispiele, Problemstellungen hier auch anzusprechen. Ausgangslage, da halte ich nicht lange auf, das wurde ausführlich erläutert. Es ist so, dass wir tatsächlich hier in der Situation sind, dass Mediendienste eben auf Plattformen von Dritten bereitgestellt werden können. Das heißt, es ist das eigene Hosting, das man typischerweise früher gemacht hat, nicht mehr erforderlich. Damit ist YouTube eine typische Host-Plattform und führt dann dazu, dass Konsequenz, dass der YouTuber, wie die Frau Dr. Lackner früher erklärt hat, in bestimmten Fällen, eben abhängig von den genannten Kriterien, auch zu Mediendiensteanbieter wird. Damit kommen die Regelungen des audiovisuellen Mediendienstegesetzes zur Anwendung, die wiederum auf den entsprechenden Vorschriften der Mediendienste-Richtlinie der Europäischen Union basieren. Die ist im Wesentlichen eine Werberichtlinie, dass man die eine oder andere Vorschrift im Bereich des Jugendschutzes oder der allgemeinen Grundsätze beiseite. Das heißt, wir reden hier über die Vorschriften zur kommerziellen Kommunikation, gemeinhin Werbung genannt. Und durch was zum Begriffsverständnis kann ich Ihnen hier nicht ersparen. Worum geht es? Es geht einmal jedenfalls um eine Förderungsabsicht, die mit der kommerziellen Kommunikation verfolgt wird. Und zwar mittelbar oder unmittelbar entweder den Absatz von Waren oder Dienstleistungen oder auch einfach das Image eines Unternehmens zu fördern. Und das einerseits in Bezug auf kommerzielle Produkte, aber auch mittlerweile seit 2010 im Bereich der sogenannten ideellen Werbung, also politische Werbung, Umweltschutz etc. Das heißt, man kann das ganz grob untergliedern in zwei Bereiche, also die klassische kommerzielle Werbung, Produktwerbung, Wirtschaftswerbung und eben den Bereich der ideellen Werbung. Beides im Wesentlichen gleich behandelt vom Gesetz. Wie wird Werbung oder kommerzielle Kommunikation ausgestrahlt, aber jedenfalls gegen Entgelt, das heißt, es gibt eine Leistungs-Gegenleistungsbeziehung oder für den Fall, dass ich meine eigene Produkte und Dienstleistungen vertreibe, kann das natürlich auch in Form der sogenannten Eigenwerbung passieren. Das ist die zweite Spielart. Wichtig hier, wir reden über Videos, Plattformen, Kanäle.
Werbung oder kommerzielle Kommunikation ist entweder Bestandteil einer Sendung, wie ja zum Beispiel, wenn sie in einem Video integriert ist, oder einer Sendung beigefügt, also der klassische Form eines Pre-Roll-Spots, eines Post-Roll-Spots, also das, was rundherum um eine bestimmte Sendung hier eingebettet wird. Und da kann man auch schon gleich die Hauptformen identifizieren. Wir haben also die klassischen Werbespots, wir haben die Produktplatzierung, die ist auch im Video vorher angesprochen worden, inklusive der Produktionshilfe, was da der Unterschied ist, darauf komme ich später noch zu sprechen, und das sogenannte Sponsoring. Wo unterscheiden sich jetzt diese Werbeformen? Und das ist insoweit wichtiger, als sie entsprechend auch rechtlich durchaus unterschiedlich behandelt werden. Wir haben im Bereich der klassischen Werbung die sogenannte direkte Absatzförderung. Das ist Ihnen aus der Praxis, auch aus dem Fernsehen sicher sehr gut bekannt. Wir haben also klassische Kaufaufforderungen, wir haben Preisvergleiche, bewerbende Aussagen, tatsächlich Informationen, die eben dazu dienen sollen, unmittelbar den Zuseher dazu zu bewegen, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, zu erwerben und diese Leistung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, das, was man im Fernsehen recht gut kennt. Bei der Produktplatzierung ist es wesentlich, dass es hier eine indirektere Form ist. Also es wird hier keine direkte Kaufaufforderung ausgesprochen, sondern ein Markenprodukt, das ist auch wichtig, also es muss das Produkt tatsächlich als Marke erkennbar sein, in einer Sendung verwendet. Und zwar in einer Art und Weise, dass das entweder gegen Entgelt passiert, das heißt, ich erhalte tatsächlich Geld dafür, damit ich das tue, oder eine sonstige Gegenleistung. Also es kann auch zum Beispiel in der Bereitstellung des Produktes bereits dieser Gegenleistung, dieser Leistungsaustausch bestehen. Und hier sind wir sozusagen in einem ganz relevanten Bereich, gerade im Bereich der YouTube-Inhalte, nämlich der Produktionshilfe. Also wenn wirklich nur kostenlos etwas zur Verfügung gestellt wird, dann erfüllt das diesen Tatbestand der sogenannten Produktionshilfe, also Produkte, die einfach für die Sendungsabwicklung benötigt werden. Beispiele gibt es Gewinnspielpreise, die ich ausspiele, oder zum Beispiel Studioeinrichtung, irgendein Equipment, das in der Sendung vorkommt. Ganz entscheidend, dazu kommen wir später noch, die Produktionshilfe ist nämlich relativ unbeschränkt zulässig, wohingegen für die Produktplatzierung, also wo ich ein Entgelt tatsächlich erhalte, sehr strenge Anforderungen nach dem Gesetz gelten. Parallel dazu noch das Sponsoring, das ist sicher nicht der Hauptanwendungsbereich in diesem Kreis, über den wir heute hier sprechen wollen, aber es gibt ebenfalls als Werbeform indirekte Absatzförderung. Jemand leistet einfach einen Finanzierungsbeitrag in Form von Geld, sonstige Gegenleistung, um sein Image zu fördern. Also eine Bank sponsert beispielsweise eine Konzertübertragung, um einfach sich als Sponsor eines Events zum Beispiel zu positionieren. Eine Versicherung oder ähnliche Dienstleister sind so typische Anwendungsfälle und ermöglichen damit zum Beispiel den Besuch oder die Finanzierung einer Veranstaltung oder ähnliches. Das wäre so der typische Fall des Sponsorings. Wenn man das einmal sozusagen so stehen lässt, dann kommen wir jetzt zu bestimmten Vorschriften, was ist jetzt einzuhalten, und zwar ganz allgemein bei jeder Form der kommerziellen Kommunikation. Hier wurde bereits ausgeführt, dass die Regelungsdichte, also die Zahl der Vorschriften im sogenannten Abrufbereich, also das, was YouTube-Kanal praktisch passiert, deutlich geringer ist als im Fernsehen. Es sind zum Beispiel keinerlei quantitative Werbebeschränkungen, also Zeit, die Sie einhalten müssen, wie viel Werbung hier aufgewendet wird. Oder es gibt auch kein Trennungsgebot, wie es im Fernsehen ist, also wenn der Werbetrenner am Beginn und am Ende. Das ist alles typischerweise Fernsehen, gilt nicht für Abrufdienste. Was es sehr wohl gibt, sind diese sogenannten allgemeinen Verbote und Beschränkungen. Ich glaube, das meiste wird bekannt sein, aber es sollte doch einmal in Erinnerung gerufen werden. Es gibt ein absolutes Tabakverbot, und zwar betrifft das alle Formen der kommerziellen Kommunikation zugunsten von Tabakerzeugnissen, Produkten, auch die mittlerweile E-Zigarette ist erfasst, zwar nicht nach dem Audiovisuell-Mediendienstegesetz, sondern nach dem Tabak-Nichtraucher-Schutzgesetz. Also das wäre ebenfalls unzulässig im Rahmen einer Produktplatzierung, zum Beispiel Tabakwaren in eine Sendung oder einen Beitrag einzugeben. Gleiches gilt nun sehr strenge für das sogenannte Arzneimittelwerbeverbot. Verschreibungspflichtige Medikamente, Heilbehandlung sind ebenfalls ausgenommen und dürfen sozusagen nicht in irgendeiner Art von kommerzieller Kommunikation hier vorkommen. Inhaltliche Verbote, die noch zu beachten sind, Diskriminierungsverbot, also Werbung darf nicht diskriminieren vom Tatbestand her. Schutz der Menschenwürde, ebenfalls ein Aspekt, der in der Praxis, Gott sei Dank, kann ich sagen, bei uns relativ wenig Rolle spielt. Ist hier eine relativ große Rechtstreue gegeben, zumindest unserer Regulierungserfahrung zufolge. Was ein Thema ist, ist die Gefährdung der Gesundheit, Gefährdung der Sicherheit, Gefährdung der Umwelt in hohem Ausmaß, Förderung rechtswidriger Praktiken, was wieder darunter zum Beispiel fallen, also zum Beispiel Werbespot für illegales Glücksspiel, Prostitution oder ähnliches, das würde darunter fallen, oder Schädigung von Verbraucherinteressen, Werbung für Pyramidenspiele beispielsweise, das könnte man darunter subsumieren, das wäre
Amerika ebenfalls von diesen Verboten gedeckt. Das dürfte vielleicht bekannter sein, Verbot der Schleichwerbung. Das erwähne ich deswegen hier ganz explizit, weil natürlich im Bereich der Produktplatzierung, also wenn es zu einer Einbindung von Markenprodukten oder eigentlich weiter in den Sendung kommt, immer ein bisschen die Gefahr ist, habe ich durch mangelnde Transparenz vielleicht zu sehr hinsichtlich des eigentlichen Zwecks der Darstellung irre geführt. Und das führt dann in den Tatbestand der Schleichwerbung. Da gibt es auch was Tatbestandsmerkmale, zum Beispiel wenn Werbung getarnt ist in einer Art und Weise, also es wird ein scheinbar redaktionelles Format generiert, eine Diskussionssendung oder eine Art von ja, also Interviewsituation letztlich, wenn einem Interviewpartner werbliche Botschaften auf der Nase gezogen oder ähnliches, das würde zum Beispiel hier dazu führen, dass man zu einer einordnenden Schleichwerbung führt, und das wäre eben nach den gesetzlichen Vorschriften verboten. Auch ein ganz wesentlicher Aspekt im Bereich der Abrufdienste und vor allem der YouTube-Channels, die Frage der Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit. Es kann, zumindest im Buchstaben des Gesetzes nach, keine redaktionell gestalteten Auftragsvideos geben, die letztlich für Werbetreibende gestaltet werden. Kann es geben, es ist aber Werbung. Ja, also ich kann sozusagen keine redaktionellen Inhalte im Auftrag eines Werbetreibenden produzieren und so tun, als wäre das letztlich im meinem sozusagen redaktionellen Umfeld passiert. Das ist etwas, wo die Abgrenzung besonders schwierig ist. Dazu kommen dann später noch in den Fallbeispielen, wie es jetzt zum Beispiel bei Produktrezensionen, wo die Initiative von einem Dritten ausgeht. Also wie geht man mit diesen Situationen um? Aber der Grundsatz gilt, es sucht sich nicht der Werbetreibende den YouTuber, sondern der YouTuber sucht sich einen Werbetreibenden. Das ist im Fernsehen nicht anders zu beurteilen als auch bei den Abrufdiensten. Alkoholische Getränke, das ist ein Nebenschauplatz, da gibt es ebenfalls unterschiedliche Vorschriften, die zu beachten sind, auch bei der Produktplatzierung zum Beispiel oder bei der Produktionshilfe, keine Ausrichtung auf Minderjährige, keine Bewerbung von positiven Eigenschaften. Alkoholwerbung darf zum Beispiel nicht suggerieren, es würde der sexuelle Erfolg durch Alkoholkonsum gesteigert werden oder es würde das Lenken von Kraftfahrzeugen besser funktionieren, wenn man Alkohol trinkt. Minderjährigenschutz fällt also in eine ähnliche Situation, in einen ähnlichen Bereich hinein. Wir haben das Verbot, Leichtgläubigkeit von Minderjährigen auszunutzen. Also es darf zum Beispiel hier nicht die besondere Vertrauenssituation auch gegenüber Eltern und Lehrern etwa ausgenutzt werden. Und es dürfen auch Minderjährige nicht mittelbar dazu bewegt werden, Dritte zum Kauf von Produkten zu bewegen, also das Quengeln. Dann frag halt deine Eltern, die werden das schon kaufen. Das wäre ebenfalls ein typischer Fall, der unzulässig wäre für kommerzielle Kommunikation. Ganz wichtig, der allgemeine Erkennbarkeitsgrundsatz, jede audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, und das fällt unter dieses ganze Transparenzthema, muss als solche leicht erkennbar sein. Das ist, wie gesagt, eine relativ allgemeine Vorschrift, die aber, glaube ich, recht gut zum Ausdruck bringt, was eigentlich die Hauptintention ist. Vieles ist erlaubt, wenn es nicht die Schleichwerbung ist, sofern man es nach außen offenlegt. Das kommt dann vielleicht in die eine oder andere Schublade von der Einladung her, also ob es Sponsoring ist, Produktplatzierung oder Werbung. Aber Faktum ist, jedenfalls erforderlich ist eine Erkennbarkeit gegenüber demjenigen, der Rezipient dieser Werbeform ist, und das ist eben der Konsument. Spezifisch, dass man jetzt sozusagen allgemeine Vorschriften für jede Werbeform gelten, zur Produktplatzierung, Produktionshilfe, zu erwähnen, wir haben hier ein grundsätzliches Verbot, das wissen die wenigsten, von Produktplatzierungen im engeren Sinn. Ausnahmen, Filme, Serien, Sport und Sendungen der leichten Unterhaltung. Und wir haben die grundsätzliche Zulässigkeit von Produktionshilfen. Ich rufe hier noch einmal in Erinnerung, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, bei der Produktionshilfe beschränkt sich darauf, tatsächlich eine kostenlose Zurverfügungstellung des Produktes zu erhalten. Also kein einziger Euro fließt zusätzlich. Wenn man Geld für etwas nimmt, dann ist man im klassischen Fall der echten Produktplatzierung, und die ist nur in ganz eingeschränkten Sendungskategorien möglich, am ehesten vielleicht die Sendung der leichten Unterhaltung, aber die typischen Formate, Informationsformate, Ratgeberformate etc. fallen eben nicht darunter und deswegen an sich nicht privilegiert für die Produktplatzierung im engeren Sinn. Wir haben ein Kennzeichnungserfordernis, spielt mit dieser Transparenz, mit diesem Transparenzgedanken zusammen, und zwar am Beginn und am Ende sowie nach jeder Werbeunterbrechung durch einen eindeutigen Hinweis, also sehr umfassend. Nicht nur irgendwo bezahlte Promotion einblenden, sondern tatsächlich am Beginn des Beitrags der Sendung, nach jeder Werbeunterbrechung und am Ende. Kann auch schon wie unterstützt oder enthält Produktplatzierungen, zumindest klar muss sein, dass es hier einen Hinweis auf die Werbeform gibt. Und wir haben diese Ausnahme bei Produktionshilfen von unbeteiligten Wert, also hier der Gesetzgeber ein bisschen voraus
ausgedacht, wenn es unter 1000 Euro liegt, dann unterliegt man dem allgemeinen Erkennbarkeit und Offenlegungsgebot, aber nicht diesem spezifischen Kennzeichnungs- und Offenlegungsvorschrift. Was ebenfalls klar ist, Verbot der unzulässigen Hervorhebung bzw. Verkaufsaufforderungen. Also zurückerinnern auf die erste Folie mit der Abgrenzung der Werbeformen, das sind typische werbliche Elemente. Wenn ich wirklich in einem Spot zu Kauf und in Anspruchnahme von Dienstleistungen und Produkten aufrufe, bin ich eben nicht mehr im Bereich der Produktplatzierung. Das ist auch der schwere Fehler, unter Anführungszeichen, bei den eingangs gezeigten Videos. Der YouTuber Produktplatzierung kauft das ist so toll. Das ist ein typischer Fall für Werbung, allenfalls Schleichwerbung, der hier einschlägt. Kurz zum Sponsoring, schaut sehr ähnlich aus. Grundsätzlich zulässig, ausgenommen die Nachrichtensendung zur politischen Information. Hier mal etwas leichtere Kennzeichnungsvorschriften, hier reicht die Kennzeichnung beginnen oder am Ende. Und wir haben hier relativ weiten Spieler, ob das ausschauen kann, es reicht zum Beispiel Logo, Marke, Name des Sponsors und kann sozusagen ohne besondere Formvorschriften gesetzt werden. Ebenfalls hier einschlägiges Verbot der Kaufaufforderung, also hier bei gesponserten Sendungen muss man aufpassen, dass nicht die Werbung abrutscht. Wenn hier wirklich spezifisch in der Sendung für Produkte des Sponsors geworben wird, dann ist man relativ rasch im Bereich des Problematischen, nämlich der Schleichwerbung. Ein Hinweis hier an dieser Stelle noch, bereitgestellte Produkte, die ich zum Beispiel für die Sendungsproduktion erhalte, die aber nicht als Marke erkennbar sind, unterfallen an sich dem Tatbestand des Sponsorings. Das heißt, ich habe hier sozusagen tatsächlich zu prüfen, ob etwa eine Markenbekleidung, das ist das Standardbeispiel aus der Rechtsprechung, als Marke erkennbar ist. Wenn es das nicht ist, ist es eher Sponsoring. Wenn es als Marke erkennbar ist, also mit einem großen Branding zum Beispiel, würde es den Tatbestand der Produktionshilfe erfüllen. Also hier unterschiedliche Vorschriften, je nachdem, ob ich eine Marke sehe oder nicht sehe, in der entsprechenden Sinn. Wie schaut jetzt die kommerzielle Verwertung eigentlich aus? Und da gibt es eigentlich relativ klar zwei große Bereiche, die man trennen kann, wurde auch im Video vorher gezeigt. Einerseits durch YouTube Google, das nennt sich dann die sogenannte Monetarisierung und führt über letztlich die klassische Werbeform. Die Variante G durch den Mediendiensteanbieter YouTuber selbst, zwar in Form der Produktplatzierung, Produktionshilfe bzw. in Form des Sponsorings. Warum kann man das so schön trennen? Hier hilft YouTube, weil nämlich die Richtlinien bzw. Nutzungsbedingungen relativ klar hier trennen, wem welche Werbeform zur Verfügung steht. Also YouTube-Videokünstler dürfen nämlich in ihren Videos gerade keine Werbung der Werbeanzeigen aufnehmen, sondern sie haben das Recht für Produktplacements und Empfehlungen. Die Technologie ist ein bisschen unscharf, weil das, was hier als Sponsoring-Inhalte bezeichnet ist, das wäre eigentlich eher im anderen Bereich einzuordnen, aber lassen wir das einmal beiseite. Also wie gesagt, relativ klare Trennung hier, wer macht was, die klassischen Werbeformen, YouTube, Google, und die inhaltlichen, also im Bereich der integrierten kommerziellen Kommunikation, obliegt praktisch dem YouTuber. Vorschriften, inhaltliche formelle Anforderungen gelten selbstverständlich für beide gleichermaßen. Das heißt, es ist unabhängig von der Art der Verwertung, was hier zur Anwendung kommt. Nämlich die Werbeverbote und insbesondere auch die Erkennbarkeits- und Erkennbarkeits- und Kennzeichnungsvorschriften. Schauen wir uns den ersten Bereich einmal an, Monetarisierung durch YouTube, Google. Wie läuft das ab? Letztlich ist es ein Partnerprogramm, so wird es beschrieben, das hier zur Anwendung kommt, führt über die AdSense von Google, also sozusagen das größere Programm, das drüber liegt, ist im Prinzip darauf gerichtet, verschiedene Arten kommerzieller Kommunikation einzubinden. Wir reden hier wirklich von den klassischen Werbeformen, also der In-Stream-Video-Werbung, Pre-Rolls, Post-Rolls, Mid-Rolls, also Unterbrechervideos, zum Teil überspringbar, nicht überspringbar. Dann gibt es die Bild-Overlays, also die klassischen Display-Ads, die hier im Bereich des Videos erscheinen, oder auch Display-Werbung, Banner im Bereich der Seite oder ähnlicher Positionierungen. Klassische Werbeform, wie gesagt. 55% der Nettoeinnahmen gehen hier an den YouTuber, 45% bleiben beim Plattformbetreiber YouTube, Google. Und ganz entscheidend hier, dazu kommen wir jetzt noch weiter, der Mediendienst, der Anbieter, der entscheidet eigentlich vollständig darüber, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß diese kommerzielle Kommunikation überhaupt stattfindet. Und das ist auf jeder Ebene des einzelnen Videos auch festlegbar. Das heißt, ich als YouTuber entscheide, welches Video kommerzialisiert wird, monetarisiert wird und ich kann auch bestimmte Arten kommerzieller Kommunikation ausschließen. Wie schaut das aus? Wenn ich hier zum Beispiel ein Video hochlade, werde ich explizit gefragt,
möchte ich dieses Video monetarisieren mit Werbeanzeigen, das kann man hier anklicken. Und da werde ich auch gefragt, welche Werbeformen ich hier zur Anwendung bringen möchte. Das heißt, das passiert bereits auf YouTube, auf der Plattform selbst, bei der Video, beim Video-Upload. Und dann lande ich sozusagen im Bereich der AdSense-Einstellungen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier tatsächlich werbetreibenden URLs, also auf Basis sozusagen bestimmter Domains, auszuschließen, dass hier Anzeigen von bestimmten werbetreibenden oder im Umfeld meiner Videos geschalten werden. Beziehungsweise kann ich auch Kategorien ausnehmen. Also insgesamt habe ich jetzt fast 200 Kategorien, die hier möglich sind. Und ich habe das nur mal hier in einem Beispiel gezeigt, wenn mir zum Beispiel das Thema Alkoholwerbung zu heiß ist, ja, weil ich weiß, es gibt Vorschriften, die eben entsprechend einzuhalten sind, kann ich kategorisch hier etwa Alkoholwerbung ausschließen, die wird dann auch tatsächlich nicht ausgestrahlt im Rahmen meines Kanals. Zum Teil hat YouTube auch bereits entsprechende Voreinstellungen vorgenommen, also den Bereich Tabakwerbung hier mal anzusprechen. Das, was hier aufgelistet ist, das würde tatsächlich auch bereits den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Das würde sozusagen auch hier keine weiteren Einstellungen mehr dürfen. Das würde gar nicht angeboten, diese Werbeform, nur um das hier mal auch gesagt zu haben. Damit kommen wir eigentlich zur interessanten Frage, nämlich der Zurechnung. Wer ist eigentlich verantwortlich für die von YouTube, Google ausgestrahlten Werbeinhalte im Umfeld meiner Videos? Wie gesagt, es handelt sich hier um eine bewusste Entscheidung des Mediendiensteanbieters, ob und in welchem Umfang das zur Anwendung kommt. Es besteht keinerlei Zwang, das zu tun. Das führt uns zu dem Schluss, dass jedenfalls eher aufgrund des grundsätzlichen Einflusses auf den Inhalt der ausgespielten Werbung hier eine entsprechende Haftung hat. YouTube ist letztlich nicht anders zu bewerten als ein sonstiger Erfüllungsgehilfe. Also wenn ich auf meiner eigenen Plattform einen Ad-Server betreibe oder eine Agentur zwischenschalte und der das überlasse, dann habe ich letztlich auch dafür gerade zu stehen, was dort im Rahmen meinem Auftrag sozusagen hier an Werbung ausgestrahlt wird und passiert. Das heißt, der Mediendienst, der Anbieter, der YouTuber ist letztlich verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, auch für jene Werbeinhalte, die von einem Dritten, nämlich vom Plattformbetreiber, im Umfeld seiner Videos ausgestrahlt werden. Zweiter Bereich, Verwertung der Videos durch den YouTuber selbst, durch den Mediendiensteanbieter. Hier haben wir den Fall, dass der Individuum sich seine kommerzielle Kommunikation integriert, das heißt, er ist selbst Vertragspartner des Werbetreibenden. Monetarisierung, also ohne Einbeziehung von YouTube, Google, klassischer Vertrag, ich nehme Produkte entgegen oder ähnliches. Es gibt zwar eine Meldepflicht, also ich muss das irgendwann mal auch bekannt geben, dass das in dieser Sendung passiert. Typische Fälle sind also hier die Frage sozusagen Produktplatzierung, Produktionshilfe und des Sponsorings, aber an sich bin ich selbst Herr dessen, was ich auf meinem Kanal bzw. in meinen Videos hier tue. Hier die Zurechnungsfrage natürlich leichter zu lösen. Auch hier kein Zwang, bewusst des YouTubers bzw. des Produzenten. Er hat uneingeschränkten Einfluss auf Inhalt und Form der kommerziellen Kommunikation, wie er diese gestaltet. Das heißt, die Auswahl des Werbetreibenden und des Produkts obliegt ihm und auch die Art und Weise der Integration und Präsentation trifft letztlich ihn in seiner redaktionellen Verantwortung. Damit ist er auch verantwortlich für die Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben. Also man kommt hier in beiden Fällen zum selben Ergebnis. Vielleicht ein bisschen abzurunden, das Ganze mit ein paar Fallbeispielen bzw. ausgewählten Problemstellungen. Wir haben früher schon angesprochen den Themenbereich der Produktrezensionen durch YouTuber für kostenlos zur Verfügung gestellte Produkte. Die Absicht des Werbetreibenden ist unbestreitbar in der Absatzförderung. Ja? Also Produkte werden nicht einfach so in den Kreis geschickt, weil zu viel Geld da ist oder sie überschüssig sind, sondern der Werbetreibende verfolgt hier definitiv das Ziel, dass es letztlich positiv aufgegriffen wird und damit seinen Absatz dient. Das heißt, man hat von der Grundsatzdefinition, wozu dient eigentlich kommerzielle Kommunikation, aber sicher kein Problem. Es ist grundsätzlich möglich, das zu tun im Rahmen einer Produktionshilfe, aber das Ganze darf zu keiner Gestaltung eines Werbespots führen. Ja, also das ist Werbung. Ja. Wenn man es im Rahmen eines redaktionellen Beitrages machen möchte, dann kommt hier der sogenannte objektive Maßstab zur Anwendung. Also schaut das Ganze aus wie ein Werbespot. Das ist eigentlich die Kontrollfrage, die man sich stellen muss am Ende. Und wenn man zum Ergebnis kommt, naja, das schaut eigentlich schon eher so aus, wie das, was ich übrigens als Werbespots kenne, dann sollte man vielleicht nochmal zurück in den Start gehen, sich eine Überlegung, einen Beitrag einmal anders gestaltet oder sagt, okay, wollte ich so, ist nur bitte auch als Werbung einzuordnen und als Werbung entsprechend ausgestaltet.
dann redaktionelle Unabhängigkeit, das dann, das wir bereits früher versucht anzuschließen, das Grundprinzip, Mediendienste, Anbieter sucht sich den Werbetreibenden aus und nicht umgekehrt. Das heißt, wir haben letztlich auch hier die Frage zu stellen, bei einer Gesamtbetrachtung, wird das Ganze zu einem Werbekanal, also bin jetzt nur mal eine Präsentationsplattform für diverse Werbetreibende, oder ist es sozusagen noch meine redaktionelle Gestaltung, wo ich sage, okay, passt mir gut ins Konzept, ich mache nächste Woche eine Sendung über das Thema XYZ und da brauche ich etwas und das kann ich mir auch zur Verfügung stellen lassen. Das ist eigentlich die Kontrollfrage, die man hier stellen müsste und dann hat man auch kein Problem mit dieser Frage der redaktionellen Unabhängigkeit und auch der Möglichkeit, so Werbeaufträge bzw. Werbeinitiativen von Dritten abzulehnen. Wichtig auch hier die Kennzahl und Erkennbarkeit, also das ist jedenfalls immer gefordert, auch bei der Produktionshilfe, dass man hier entsprechend darauf hinweist, diese Transparenz wahrt. Zweiter Bereich, das nochmal zur Erinnerung, wenn es hier tatsächlich zu einer echten Produktplatzierung kommt, gegen End geht, dann sind wir im Bereich dessen, was in vielen Fällen unzulässig sein wird. Film, Serie, Sport sind die typischen Formate auf YouTube-Kanälen. Allenfalls Sendung der leichten Unterhaltung, das dürfen nur, wie gesagt, keine Informationsformate sein, also keine Ratgeber-Sendung oder ähnliches. Das ist, wie gesagt, die Ausnahme, die einschlägig ist. Also vieles, was ich heute, heute auch schon gezeigt wurde, könnte man wahrscheinlich darunter subsumieren. Gefährlich wird es dann eher so bei Ratgebersendungen etc., Informationen, Nachrichten. Also das, wo man sich eher hinsetzt, um sich zu informieren und nicht um sich zurück zu den Berieseln unterhalten zu lassen. Gefälligkeitswerbung ist auch ein sehr heißes Thema. Es gibt auch Fälle, wo man kein Geld und keine Gegenleistung bekommt. Auch hier ist Vorsicht angebracht, denn der Tatbestand der Werbung ist nach der Rechtsprechung in Österreich und da unterscheiden wir uns auch ein bisschen in der deutschen Rechtslage auch dann gegeben, wenn kein Entgelt fließt, aber typischerweise eine Werbung im Ergebnis hier gestaltet wird zugunsten eines Dritten. Ja, also ich kenne zum Beispiel jemanden gut und mache für den sein Start-up einen werblichen Beitrag oder ähnliches, aber nicht mehr sein Geld dafür bekommen. Das sagt uns die Rechtsprechung aus Konsumentenschutzgedanken, ist auch das den Tatbestand der Werbung unterfallend und müsste entsprechend ausgewiesen werden. Das ist sicher nicht der Hauptanwendungsfall, aber sollte uns zumindest einmal gehört haben, dass man, wenn man sich laufend als Gratis-Werbetreibender, als Gratis-Werbeplattform anbietet, auch irgendwann einmal in die Schwierigkeit gelangen könnte, hier mit dem Werberecht in Konflikt zu treten, selbst wenn man per se sozusagen kein Entgelt bekommen hat. Das ist dann vielleicht eine Frage, wo man sein Geschäftsmodell einmal hinterfragen müsste. Einhaltung der Kennzeichnungspflichten bei Produktplatzierung und Produktionshilfe. Wie macht man das? YouTube hilft. Eingeschränkt. Und darauf möchte ich ganz kurz hinweisen, dass hier gewisse Unschärfen auch vorhanden sind. Es gibt den Button Hilf mir, YouTube, Nutzer darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel bezahlte Promotions im Video aufscheinen. Ich möchte über die Terminologie hier gar nicht äußern, gemeint ist so alles, was Sponsoring, Produktplatzierung oder ähnliches ist, entspricht schon nicht den gesetzlichen Vorgaben. Das Problem ist aber eher, Achtung, dieser Hinweis erscheint zum Beispiel nur am Anfang des Videos. Ja. Entspricht also nicht unseren gesetzlichen Vorschriften, dass es am Beginn und am Ende zu kennzeichnen ist, sondern jeder Werbeunterbrechung. Kleine Abhilfe, Titelkartenabspanne sind ebenfalls möglich, also statische Elemente am Beginn und am Ende der Sendung. Eignet sich schon zum Beispiel besser, haben wir zumindest dieses Problem nicht, dass ich am Anfang und am Ende verstoße. Allerdings bleibt mir übrig die Unterbrecherwerbung, die ich nicht beeinflusse. Also wenn ich zum Beispiel Mid-Roll-Spots in meinem Video ausspielen lasse durch YouTube, handelt es sich hier um Werbeunterbrechungen und dann wäre ein Problem, dass die Sendung wirklich nach der Werbeunterbrechungen nicht gekennzeichnet wäre. Das heißt, ich muss theoretisch diese Werbeform zum Beispiel ausschalten. Letzter Bereich noch, inhaltlich problematische Werbespots bei Bereitstellung durch YouTube, Google. Was tun wir hier eigentlich? Diskriminierung, Jugendschutz. Der Kriterienkatalog, den ich vorher gezeigt habe, der stimmt bedauerlicherweise nicht hundertprozentig mit dem überein, was das Gesetz bei uns vorschreibt. Das heißt, wir haben teils strengere, also Vorschriften, die YouTube Google zusammenbringt, was nicht ausgestrahlt werden kann, was nach Gesetz in Österreich möglich wäre, zum Teil aber liberalere Regelungen. Ich bringe nur ein Beispiel, auf das ich gestoßen bin, plastische Chirurgie. Es gibt zum Beispiel die, das ist die Vorgabe YouTube Google, hier werden zum Beispiel als jugendfrei Nasenkorrekturen beschrieben. Es gibt in Österreich seit 2015 ein Bundesgesetz über die Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen, wo zum Beispiel auf Minderjährige gerichtete Werbung für Schönheitsoperationen pauschal zulässig ist. Das heißt, es wird uns in die Irre zu glauben, nur weil hier etwas als jugendfrei bezeichnet wird, mein Video ist als jugendfrei freigegeben, dass ich damit bereits letztlich
sich alle gesetzlichen Vorschriften erfüllt hätte. Und ich müsste zum Beispiel damit rechnen, dass ich hier allenfalls mit einer Werbeanstellung konfrontiert wäre, wenn im Umfeld meines auf Jugendliche gerichteten Videos eine derartige Werbung für Nasenkorrekturen oder jedes ausgespielt würde. Das heißt, auch hier der Hinweis, Verantwortung, Risiko, im Ergebnis beim YouTuber muss ich mit den Rechtsvorschriften bekannt machen. YouTube weist darauf auch ausdrücklich hin, so viel ist ihnen zugute zu halten. Das ist keiner Weise Kritik zu verstehen, dass sie nicht viel bereitgestellt werden Informationen, beziehungsweise hier auch ohne das Bewusstsein betrieben wird. Aber Faktum ist, einzelne staatliche Vorschriften müssen letztlich von dem eingehalten werden, der der Rechtshoheit unterliegt. Und das ist ein typisches Beispiel, wo man sich eben halt durchquälen muss bis zu einem gewissen Ausmaß oder durch Nachfragen erörtern oder herausfinden muss, welche Vorschriften ich hier einhalten muss und zum Beispiel dann eben Werbung für Medizin oder ähnliche Heilbehandlung komplett ausschalten muss mit dem Kanal, um hier kein Risiko einer Rechtsverletzung zu begeben. Das war soweit einmal ein Streifzug, ist vieles unverständlich geblieben, aber ich hoffe, dass das eine oder andere Diskussion vielleicht noch anregen wird. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr entmutigt und trotzdem weiter viel Spaß beim Geld verdienen kann. If you like this video, please comment, share, and subscribe to my channel. Thank you very much.